Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe keinen rollenden Stuhl mehr, ist ein bisschen anstrengend. Ja, heute kommt der letzte Klausuren-Vlog aus dem vierten Semester. Also wir hoffen natürlich, dass der letzte ist, aber ich gehe schwer davon aus. Heute ist der Tag vor der Klausur und ich habe gedacht, ich nehme euch da einfach so mal ein bisschen mit. Heute wird einfach ganz, ganz viel wiederholt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon ein gutes Gefühl, weil ich habe halt wirklich viel gemacht für diese Klausur jetzt. Aber trotzdem, man ist ja dann immer so ein bisschen unsicher. Ich habe auch extra jetzt heute Abend mich bei meinem Freund einquartiert, weil ich da halt nicht die Möglichkeit habe, mich nachts nochmal so komplett verrückt zu machen. Und das häufig ist das, was mich dann sozusagen so ein bisschen um den Verstand bringt und mir den Schlaf raubt und alles. Und so habe ich halt wirklich die Möglichkeit, ich gehe dann zu ihm, wir haben gesagt, wir kochen was zusammen und dann kann ich da auch abschalten. Weil der letzte Tag der von der Klausur kann man noch was Neues lernen, okay, das ist okay. Aber so am Tag der Klausur, also morgen, wenn ich dann aufmache, ich schreibe die Klausur um 10.30 Uhr, ich fahre da 1,5 Stunden hin. Ich werde morgen nicht mehr lernen, ich werde nur wiederholen. Und alles, was ich ab heute weiß, ist das, was ich mit in die Klausur nehmen kann. Man lernt einfach nicht mehr extrem viel an dem Tag. Also klar gibt es vielleicht Formeln, die du schnell mitnehmen kannst in die Klausur, einfach im Kurzzeitgedächtnis. Aber den Rest, da glaube ich nicht wirklich dran, dass man da noch großartig lernt. Aber wir haben jetzt schon recht spät. Wir haben jetzt schon 10:30, ja. Und ich bin jetzt einmal das Skript durchgegangen. Und habe halt damit auch die Formeln wiederholt, alle nochmal. Und jetzt wollte ich mich eigentlich mit einer Freundin treffen und die Zusatzfragen. Also wir hatten solche Fragen immer in den Tutorien. Nicht, dass ich ein Tutorium besucht hätte, aber ich habe die Fragen mitbekommen. Die meldet sich aber gerade nicht, deswegen weiß ich nicht genau, wie das ist mit heute. Und ansonsten werde ich jetzt gleich frühstücken, wenn sie sich nicht meldet. So. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Lernvlogs wie diese Folgen in Serien sind, in denen sie nur einen Raum drehen. Das manchmal wegen Budgetgründen, aber manchmal halt auch einfach so, weil es irgendwie so ein Running Gag geworden ist anscheinend. Habe ich gelesen, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das sind so meine Lernvlogs, weil das Einzige, was ihr seht, ist eigentlich dieser Raum. Ab und zu mal die Küche, aber sonst nicht viel. Aber ich habe mir jetzt einen Smoothie gemacht. Ich habe eigentlich einen Smoothie-Bowl machen wollen, aber hatte dann noch keine Lust, habe ihn einfach dünner gemacht. Und zwar ist das einfach gefrorene Banane, Himbeeren gefroren mit so einer Schoko, so einem Protein-Schoko-Drink von Alpro und veganem Proteinpulver, weil ich gerade wieder versuche, so ein bisschen meine Proteine reinzubekommen, um halt auch einfach, ja, dass halt sozusagen meine sportlichen Leistungen und meine Ernährung so sind, dass ich halt optimal auch Muskeln aufbauen kann und alles. Und deswegen versuche ich gerade meine Proteine so ein bisschen zu erhöhen in der alltäglichen Ernährung. Ah ja, und ich mache immer noch so ein paar Schokodrops rein, weil ich finde das immer so eine ganz süße Überraschung, wenn man dann Smoothie trinkt und das hat immer so ein Schokostück. Und so Haselnuss, irgendwie mag ich das und deswegen, wir hatten das jetzt noch übrig, dann habe ich es noch reingemacht. Es hat aber nicht alles hier reingepasst und das ist so groß. Also, wir sind einige Stunden vergangen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 5 Uhr. Ich bin nach dem Arzttermin nach Hause gegangen. Wir haben angefangen, uns zu treffen. Wir haben angefangen... Oh mein Gott! Hat sie einfach Schokolade und ich nicht.
Ich treffe mich übrigens mit der Freundin über FaceTime, also keine Live-Sessions. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein Drittel der Tutorien, zwei Drittel der Tutorien durch. Machen jetzt noch die letzten drei Tutorien durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass ich alles viel, viel besser kann. Aber teilweise ist es jetzt doch nicht ganz so zufriedenstellend. Und es frustriert so extrem. Aber wir gehen es jetzt durch, dann treffe ich mich mit meinem Freund und heute Abend vorm Schlafen gehen werde ich mir alles nochmal angucken, morgen nochmal alles angucken und dann wird es auf jeden Fall irgendwas. Ich habe mir jetzt diesen Rank geholt, der ist von Azao oder sowas. Den finde ich sehr, sehr gut, den kann ich empfehlen, finde ich sehr lecker. Es gibt mir jetzt hoffentlich ein bisschen Energie, weil eigentlich habe ich voll Lust auf vegane Gummibärchen, also Katjes Gummibärchen. Wie? 1-10-0 durch 10-0. Okay, ja, das hätte ich auch gemacht, aber die Frage ist mich für mich gerade, warum haben wir D1? Also, Lernsession ist beendet. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich bin so fertig, ich kann das keinem beschreiben. Ich packe jetzt meine Sachen ein, dann fahre ich zu meinem Freund und heute Abend werde ich mir die Sachen nochmal durchgucken. Und dann bin ich fertig. Und zwar fix und fertig. Wir haben 8 Uhr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute Morgen so gestresst aufgewacht. Ja, ich habe es jetzt nicht geschafft, mein Skript nochmal komplett durchzulesen, weil irgendwie war ich so am Ende einfach. Ja, das wird alles kein Problem sein. Ich fahre jetzt los. Ich hoffe, dass ich nicht ganz so lange brauche, dass alles gut geht. Und dann werde ich mir alles nochmal durchlesen, die Skripte und die Übungen. Ich habe jetzt meine Ohrringe, ich bin nochmal nach Hause gefahren, weil ich meine Ohrringe gebraucht habe. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn ich bin kein abergläubischer Mensch, war ich nie, bin ich einfach nicht so krass. Also ich glaube an einige Dinge, aber ich, keine Ahnung, glaube zum Beispiel nicht an Freitag den 13., obwohl das jetzt wahrscheinlich nicht das krasseste Indiz für Aberglaube ist. Aber auf jeden Fall hatte ich heute Morgen so das Gefühl, wenn ich diese Ohrringe jetzt nicht anhabe, die hätte ich die ganze Zeit beim Lernen an. Die muss ich jetzt auch anhaben, damit ich eine gute Klausur schreibe. Ja, egal. Ich bin jetzt nach Hause gefahren, habe ich nochmal von meinen Eltern drücken lassen und beruhigen lassen. Und ja, jetzt fahre ich los. Ich hab so Schiss. Ich kann jetzt einfach nicht, was jetzt auf mich zukommt. Es wird gut. Es wird mehr als gut, aber trotzdem. Manchmal ist man einfach aufgeregt. Das ist auch vollkommen okay. Hallo, ich bin angekommen. Wir gehen jetzt beide nochmal die Tutorien durch. Ich habe mich irgendwann komplett gestresst. Ich bin gut gefahren. Ich habe gut Zeit aufgeholt. Und dann war einfach Stau wegen Mäharbeiten. Ich habe gedacht, ich hätte nicht mehr. Ja, also wir lernen jetzt nochmal eine Runde und dann geht's los. Ich bin maximal aufgeregt. Ich habe maximal Bauchkrämpfe. Aber ich möchte das Ganze ja hier sehr ehrlich gestalten. Weil wirklich, Klausuren schreiben ist kein Zuckerschlecken. Also irgendwie wurde es bei mir über die Jahre schlimmer. Die letzten zwei Klausurenphasen war es echt krass mit Aufregung und allem. Davor war es eigentlich nie so. Aber anscheinend wurde mir mein Studium irgendwann ernster. Wir gehen jetzt los. Ah, Aufregung steigt. Das wird. Ich filme nicht mehr, also nach der Klausur wieder. Bye. Wir sind zurück von der Klausur. Es war eigentlich, also eigentlich kann man sich im Großen und Ganzen nicht beschweren. Ich bin mal gespannt, was rauskommt, weil es war nicht so ganz so gut, wie ich erwartet habe. Und es waren auf jeden Fall Fallen eingebaut, die ich auch, alle genommen habe. Einfach alle mal nicht. Ich auch! Yay! Okay, was für, wo, in welcher Gruppe? In dieser aktiven Phoebe-Gruppe? Subs! Woop, woop! Woop, woop!